Natürlich das Content Delivery Network, das alle lieben. Ein Willkommen an Nick. Okay, hello. Okay, hallo. Is this thing on? It Ist is. es an? Ja, okay. Hallo alle. Ich bin Nick. Ich arbeite ja bei Cloudflare. Das ist der Lieblings-CDN von allen. Und ich arbeite mit Kryptographie, angewandter Kryptographie. Und ich werde über das interessanteste Protokoll der Welt sprechen: Transport Layer Security. Also. Wenn jemand diesen Browser benutzt, kennt ihr dieses kleine Icon hier? Das ist Netscape 1.0, der erste Webbrowser, der SSL enthielt. Also irgendeine Form von Layer Security. Und es gab dieses Icon hier, das vielleicht wie ein Gewehr oder ein Granatenpin aussieht. Aber wenn das also so aussieht, dann sah es sicher aus und das wurde dann verbessert, diesem kleinen Schloss-Icon. Und jetzt ist dieses schöne grüne Icon in der Adressbar. Das mögen wir alle. Also HTTPS, SSL, dieses ganze Verschlüsselungszeug im Web, das hat also eine Revolution ermöglicht, beginnend mit E-Commerce. Ihr könnt zu dieser sehr schönen Website gehen mit eurem Browser und Bücher kaufen oder dieses gebrauchte Zeugs von jemandem kaufen. Es war also wirklich eine Revolution. Und um dies jetzt in Zusammenhang zu stellen, dies hier ist eine Zeichnung, die wir mal gemacht haben, wie das Internet aussieht. Und es gab all diese verschiedenen Links, die all diese Protokolle verbinden, aber um auf Websites zuzugreifen, handelt es sich wirklich um Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Entweder vom Telefon zum Datencenter oder vom Laptop-Computer zum Datencenter. Und es ist eine Art, direkte Informationen zu bekommen über Websites. Und dies, also HTTP im Grundsatz, im Ursprung war ein klar Reintextprotokoll, alles im Offenen gesetzt, gesendet, alles offen auf dem Draht. Und nachdem dies herauskam, wollten Menschen dann Sicherheit hinzufügen. Und dann wurde dieses Protokoll erfunden namens HTTPS. Das S soll für Secure stehen, aber also sicher, aber es wurde ein anderes S-Wort in letzter Zeit. Also HTTPS heißt also HTTP plus Security und oder Sicherheit. Und was das heutzutage heißt, fast ausschließlich, ist Transport Layer Security, was ihr alle kennt, wovon ihr gehört habt. Und dies sorgt für Verschlüsselung und Integrität und auch für Authentifizierung des Servers. Stellt sicher, mit welchem Server ihr wirklich redet, also eine Art sicherzustellen, mit wem ihr wirklich sprecht. Und das ist ein Talk über die schmutzigen Details. Der Teufel ist wie immer im Detail. Also gehen wir ein bisschen zurück zum Anfang. SSL hieß Secure Sockets Layer. Das war das ursprüngliche Protokoll, das Netscape erfunden hat in den frühen 90er Jahren, um das Web zu verschlüsseln. Wurde von diesem Typen Kip A.B. Hickman erfunden. Und ich habe Geschichten gehört, also in DEFCON 18, da gab es eine Unterhaltung mit ihm. Es gab eine Geschichte über SSL 1, die präsentiert wurde. Und ich habe mit Philip Harmon Baker gesprochen, der hat die Umstände erzählt, in denen das präsentiert wurde. Marc Andreessen hat es etwa 6 Personen vorgestellt und die Menschen im Publikum haben es offenbar sofort durchbrochen, weil es überhaupt keine Authentifizierung gab. Das war also ein sehr vielversprechender Anfang für ein Sicherheitsprotokoll, völlig unauthentifiziert. Also, um zurückzugehen, werde erzählen, wie SSL TLS wurde und etwas, was wir täglich nutzen, aber es geht um 2 Teile. Das eine ist Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln. Das ist die Art und Weise, wie du und der Browser die Serverentität sicherstellen und Session Keys sicherstellen. Und dann haben wir Daten, Verpackung. Wir müssen also Daten irgendwie schicken und auch verifizieren. Also das Herstellen des Schlüssels, das passiert mit etwas, was sich SSL Handshake nennt. Recht kompliziert, es werden hier Stücke ausgetauscht, hin und zurück. Konzentrieren wir uns zuerst auf diesen kleinen Haken da links. Das ist das Validieren des Zertifikates. Dies ist, wie TLS die Authentizität des Servers sichert. Die schöne Sache, die wir alle zusammengebaut haben, die sogenannte Public Key Infrastructure. Also habt etwas Geduld. Wie funktioniert das? Es basiert auf etwas, was sich X509-Zertifikate nennt. Und Zertifikate,
sind Dateien mit verschiedenen Dingen wie Identitätsangaben, wer du bist, einem öffentlichen Schlüssel, und die sind üblicherweise digital unterschrieben von einer Zertifizierungsstelle. Und diese Zertifizierungsstelle hat selbst auch ein Zertifikat, und offen ist dies durch eine andere Zertifizierungsstelle unterschrieben, und es entsteht eine Kette des Vertrauens. Und solange du dem dunkelbraunen Zertifikat dort vertrauen kannst und diese Signaturen korrekt sind, kann man sagen, okay, ja, dies ist jemand, dem ich vertraue, hat ein Zertifikat vor bis jetzt ausgestellt. Deswegen ist diese Website tatsächlich das, wer sie behauptet, der Server. Das hört sich also sehr einfach an. Wir überprüfen digitale Signaturen, stellen sicher, dass die Metadaten dort drin korrekt sind. Ja, okay, also wo waren wir da bloß so daneben? Schauen wir uns mal einige Details an, in denen das total kaputt war. Implementierungsfehler, beabsichtigte Schwachstellen und Vertrauensprobleme. Also, um es klarer zu machen, dies ist hier, was wir meinen, wenn wir Zertifikate validieren. Dieser Haken da im ersten Diagramm. Als Client passen wir das Zertifikat, finden ein Elternzertifikat und validieren das Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel des Elternzertifikats. Und wenn das Elternzertifikat vertraut ist, weil es in meinem Vertrauensspeicher ist, dann ist das okay. Und sonst wiederholt man den Vorgang, geht wieder zu dem Elternzertifikat. Das ist also, um sicherzustellen, dass ein Zertifikat korrekt ist. Aber was ist jetzt die Verbindung mit der Verschlüsselung? Es gibt hier zwei Wege, das in TLS zu tun. Das eine ist die RSA-Methode. In dieser Methode als Klient verschlüsselt man ein Pre-Secret mit dem öffentlichen Schlüssel, verschickt das rüber, und wenn dann der gleiche Schlüssel auf der anderen Seite dadurch hergestellt werden kann, haben wir eine implizierte Validierung, dass sie den korrespondierenden privaten Schlüssel haben. Diffie-Hellman, sehr viel mehr empfohlen. Was hier passiert ist, es gibt einige Dinge hier. Also der Server schickt einige Parameter und man leitet daraus die geteilten Schlüssel ab. Und zwei Dinge hier, also das Zertifikat validieren, das Zertifikat mit dem Kanal verbinden. Wenn jetzt irgendwas bricht, dann muss man irgendein unvertrautes Zertifikat benutzen. Also wenn die Vertrauensvalidierung fehlschlägt, kann man ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat benutzen. Wenn die Kanalverifikation fehlschlägt, hat jemand diesen Code gesehen? Wir haben hier einige Hände, die sich melden. Das ist Code in einer Library, die sich GNU-TLS nennt. Und was die jetzt tut, ist, sie soll jetzt überprüfen, ob dies eine Zertifizierungsstelle ist. Und falls ihr C korrekt im Kopf hat, alles, was nicht null ist, ist true, und null selbst ist false, Bool-Werte. Und was hier passiert ist, also ein Call hier, check FCA, wenn get signed data, wenn der fehlschlägt, dann wird das Result zurückzugeben. Und dieses Result wird eine negative Zahl sein, und deshalb wird die Antwort ja sein. Das ist eine Zertifizierungsstelle. Also dieser Bug sagt, also wenn wir einen ungültigen Aussteller übergeben, dann ist er nicht schlecht, sondern das ist völlig okay als Zertifizierungsstelle. Und dieser Code wurde eingeführt im Jahr 2005. Entdeckt als Bug im Jahr 2014. Also in allen Tools, die GNU-TLS für neun Jahre benutzten, war dieses Kanal, dieser Verifizierungscode war also falsch. Dies ist vielleicht etwas bekannter. Hat jemand das gesehen? Das ist der Titel des Talks, nicht wahr? Der ist in Apples Crypto Library wieder. Ein sehr einfacher Programmierfehler. Versehentlich gibt es hier zweimal Go to Fail. Ich weiß nicht genau, wie man zweimal Go to Fail schreibt, aber was ich verstehe ist, dass sie hier nicht Git verwenden für diese Library. Wenn also irgendjemand sich erinnert, Merge-Probleme, vielleicht kommt man da zu verdoppelten Zeilen, vielleicht ist das, wie es passiert ist. Manche haben gedacht, dass es vielleicht subversiver war, aber ich habe da meine Zweifel. Also was dies tut, ist, Es wird immer hier zum Fail-Punkt gesprungen, und das bedeutet, das wiederum bedeutet, ja, es ist alles in Ordnung.
Also was man hier tun muss, ist einfach nur irgendein Zertifikat benutzen, dass das gültig ist und irgendwelchen Unsinn als Signatur hineinstellen. Und dann ist man fein raus. Also das ist einfach, oder? Einfache Programmierfehler, die die Authentifizierung völlig ungültig machten in TLS. Schauen wir uns etwas Komplizierteres mal an, ein wenig komplizierteres. Verschiedene Wege, in denen man digitale Signaturen implementieren kann. Dies ist das üblichste für RSA, ein Standard der PKCS Nummer 1 oder 1,5. Der ist ziemlich schrecklich. Sucht nach 001, einigen Fs und dann eine 0. Und dann gibt es diesen Digest-Info, der sagt, was für eine Art von Hash es ist. Dies ist ein ESN1-Objekt. Und falls jemand mit ESN1 gearbeitet hat, das ist nicht sehr witzig. Und da ist ein Digest, ein Hash, also enthalten. Und 2006, während einer Kryptokonferenz, hat Daniel Bleichenbacher, ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen, ich bin hier in Deutschland, also er hat herausgefunden entdeckt, dass man etwas Müll ans Ende hier schreiben kann. Und wenn man das tut, bekommt man dann eine gefälschte Signatur, die funktioniert. Und dies funktioniert, wenn man RSA mit einem öffentlichen Exponenten von 3 benutzt. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail von RSA gehen, aber wenn man Signatur verifiziert, möchte man schnell sein. Und das ist jetzt eine Exponentialfunktion mit einem Exponenten und Menschen neben 3, weil das unglaublich schnell ist. Was man hier nur tun muss, ist, dass die Nachricht nehmen und hoch 3 rechnen und dann wird man dadurch dann die Nachricht entschlüsseln. Stellt sich heraus, wenn man jetzt irgendwelchen beliebigen Müll verwenden kann, kann man einen Wert konstruieren, der bei der Hoch-3-Berechnung dann ungefähr so aussieht. Und dann kann man tatsächlich eine gültige Signatur machen auf einigen Zertifikaten. Und das funktioniert dann einfach. Und es zeigt sich, dass es verschiedene Wurzeln gibt in den Rootstores, in den vertrauenswürdigen Zertifikatsspeichern, die diesen Exponenten benutzen. Das war also mal irgendwann nützlich, wenn man irgendeinen Müll ans Ende des Hashes, des Digest, packen kann. Jetzt wird getestet, ob es tatsächlich keinen Müll gibt am Ende. Aber es gab vor kurzem einen weiteren Fehler. Okay, hier ist eine weitere Library, die NSS heißt, eine sehr, sehr weit verbreitete Library, von Mozilla entwickelt, um die ganze Krypto in Firefox zu machen, auch in Chrome damals benutzt, in frühen Zeiten. Aber es gab tatsächlich einen weiteren Coding-Fehler hier in diesem Digest-Info. Ich habe schon erzählt, das ist ASN1, das ein Format ist, um verrücktes Format, um Daten zu enkodieren. Es gibt zwei Formate innerhalb von ASN1, BER, das sind also Basic Encoding Rules, verschiedene Wege hier, um Daten zu enkodieren. Man kann extra Nullen hineinschreiben, man kann verschiedene, die Längeninformationen sind. Man kann also verschiedene Längenwerte hier haben. Und das gibt ja einen Integer-Overflow in der ASN1-Länge. Soll man also tatsächlich Müll hier in die Länge hineintun und dann mehrere Multibyte-Längenwerte haben und dadurch wird dann der Müll einfach übersprungen. Und wie im früheren Angriff konnte man was konstruieren, eine Nachricht, die mit hoch 3 dann in sich in so etwas verwandelt und dann einfach immer wieder hoch 3 versuchen. Und mein Kollege hat die jetzt auf GitHub veröffentlicht, wenn ihr das also ausnutzen wollt. Eure Signaturen sehen dann seltsam aus. Das ist nicht der übliche Anblick einer digitalen Signatur. Es gibt nochmal ziemlich viel Entropie, es sind lauter Nullen oder was auch immer. Und wenn man das also hochrechnet, bekommt man tatsächlich etwas, was so aussieht. Und dies wurde tatsächlich von Firefox als vertrauenswürdig erkannt für eine Weile. Also es gibt also interessante Wege, subtile Wege, wie man das Vertrauen brechen kann, das man mit TLS bekommt. Aber wenn wir von diesen Vertrauensproblemen sprechen und der Public Key Infrastructure, man muss nicht unbedingt ein Code, ein Bug oder eine Schwachstelle finden im Code. Hier ist ein Quiz für alle. In euren Browsern zu Hause oder euren Betriebssystemen, was immer ihr nutzt, wenn ihr nicht paranoid seid und alles entfernt habt, wie viele Länder haben Kontrolle über Zertifizierungsstellen, die bei euch vertrauenswürdig sind, die also irgendein Zertifikat unterschreiben können, das vertrauenswürdig ist? Ratet mal, zu viele, ja. Das ist wahr, es sind 46 tatsächlich.
von dem FSL Observatory der Electronic Frontier Foundation. 46 Länder in der Welt könnten tatsächlich beliebig Zertifikate herstellen für eure Website. Für eine Website. Und das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Wie vertraut man wirklich, dass das immer verrückt, vertrauenswürdig herausgegeben wurde? Also das sind Stellen, die angeblich Regeln folgen sollen, aber die tatsächlich alles Mögliche erstellen können. Und dies ist vorher herausgekommen in diesem Jahr und im vorigen. Aber ein tatsächlich verbreitetes epidemisches Problem. Leute schauen sich, suchen nach schlechten Dingen, versuchen, viele versuchen, Ads-Werbung einzuschleusen. Und Superfish, eine Software, die seine eigene vertrauenswürdige Wurzel-CA installierte und jeder Browser dann vertraute dieser Lenovo-Wurzel-CA und verschiedene Dinge wurden dann installiert. Ob es nun, das passiert immer, ob es nun die IT-Abteilung eurer Firma ist, Antivirensoftware, Superfish, was eben über den Hardwarehersteller Lenovo oder tatsächlich Länder, die sagen, dass sie einen Inspizier-Proxy auf dem ganzen Land installieren wollen. Sie wollen also euren ganzen Traffic entschlüsseln, inspizieren und dann weitermachen. Und die werden tatsächlich on the fly spontan jedes Zertifikat fälschen, das, dem du vertraust. Das ist also in sich schon schlecht, aber es zeigt sich auch, dass einige dieser Proxys in sich Zertifikate nicht validieren, also diejenigen, die sie selbst bekommen. Also wenn man diese Sachen manipulieren möchte, die nicht in deinem Proxy sind, möchte man also jetzt, kann jetzt jeder ein Fake-Zertifikat, also Forschung bei, über Superfish hat das herausgefunden, ups. Nicht nur hat man hier also Werbung, die eingeschleust wird in den angeblich verschlüsselten Strom, jeder außen kann also jetzt Websites fälschen. Extra Bonus hier, wenn man hier Roots-CAs in eure Vertrauensspeicher installiert, dann werden Browser typischerweise diese, so werden dann so Techniken wie Keypinning nicht mehr benutzt. Der Browser testet dann nicht mehr das Keypinning. Wenn ein Zertifikat gesehen wird, das von einer dieser extra Roots, die manuell hinzugefügt werden, signiert sind. Also Keypinning funktioniert dann nicht mehr. Ups, schon wieder. Also Vertrauen ist schwer und es gibt eine Menge verschiedene Wege, wie das gebrochen wird, durch schlechten Code, schlechte Infrastruktur, bis hin zu schlechten politischen Organisationen, schlechte Politik darüber, wer Zugriff bekommen sollte auf diese Schlüssel. Wenn wir uns jetzt mal tiefer ansehen, die verschiedenen Bibliotheken, die Krypto durchführen, also wie ich schon bemerkt habe, ist, die meisten davon wurden definitiv affektiert von diesen Problemen im letzten Jahrzehnt. Und also das sind jetzt die Client-Probleme. Jetzt reden wir mal über die Geschichten auf den Servern. Also nur mal zum Zusammenfassen, also die meisten Webseiten benutzen Apache, Microsoft, ISS, Nginx, IIS, Verzeihung, Nginx oder zum Beispiel der interne Kram von Google. Und die meisten davon benutzen OpenSSL. Und davon habt ihr bestimmt schon einiges gehört, aber darüber geht's gleich. Früher dieses Jahrzehnt, oder früher letztes Jahrzehnt tatsächlich, gab es eine weitere Bibliothek, die sehr, sehr verbreitet war von RSA, BCIF. BSafe, Verzeihung. Eine der ersten robusten SSL-Implementationen. Und diese ganze Kryptographie, diese ganzen Kryptographie-Dinge, die ich bemerkt habe, die brauchen zufällige Zahlen, um diese Keys zu erstellen. Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber wahrscheinlich habt ihr das. Zweifache ECDRBG. Es stellt sich heraus, es gibt einen Zufallszahlengenerator, der von der NSA dafür modifiziert worden ist, der praktisch garantiert, dass eine Hintertür existiert. Das heißt, wenn deine Zufallszahlen in deinem System schlecht sind, dann kann man davon zurückarbeiten und dann einen Strom entschlüsseln. Und selbst in den letzten Wochen kam immer wieder was heraus, wie zum Beispiel Junipers Betriebssystem, die diesen Dual ECDRBG eben hatten. Die haben nur die Parameter zu Sachen geändert, die die NSA nicht wusste, aber wer weiß, ob sie die nicht auch wussten. Also Zufälligkeit ist also auch eine Schwachstelle des Systems. Heartbleed. Das war letztes Jahr eine große Sache eigentlich. Es stellt sich raus, dass es auch nur ein weiterer dummer Bug in C ist.
nur ein Drüberlesen über einen String, worüber dann Informationen über den Server veröffentlicht wird. Das hier war ziemlich schlecht, weil es gibt ein anderes Architekturproblem in TLS-Servern. Und zwar, dass deine privaten Schlüssel im selben Speicherbereich als wie alles andere gespeichert sind. Und wenn man mal drüber denkt, wie Leute die Sicherheitssysteme konfigurieren, dann ist das etwas absurd, weil die am weitesten verbreiteten oder öffentlichen Systeme sind, die tatsächlich mit der ganzen Welt verbunden sind, das hat dann in seinem Speicherbereich die privaten Schlüssel. Und Hardbeat hat das eben veröffentlicht und naja, also so ziemlich alles benutzt OpenSSL und OpenSSL hatte das eben auch für einige Versionen. Also Implementationsfehler sind spaßig, also Leute versauen es eben ab und zu mal ihren Code zu schreiben und naja, es gibt Methoden, das zu beheben und oder zu finden. Und dieser Talk ist über TLS. Und TLS ist tatsächlich schwer korrekt zu implementieren. Aber was ist denn mit dem Protokoll selbst? Es stellt sich heraus, dass das ein paar katastrophale Jahre war für das Protokoll. Das hier ist die Zeitlinie von TSL und TLS und SSL-Versionen. Also da haben wir 1984, da wissen wir nicht genau. Aber SSL kam 1994 raus, dann gab es Version 3.98, dann hat die ITA ihre Hände reingekriegt und hat ein neues Protokoll rausgegeben, TLS Version 1, das, wenn man dann die Bits und Bytes ansieht, dann ist es SSL 3.1. Also da ist nicht viel anders geworden eigentlich. Es ist eine stärkere Definition von Mustern, aber sonst hat sich nicht viel verändert. Dann 2006 gab es TLS 1.1, die nicht viele Sachen geändert hat. Hat nur gemacht, dass im CBC-Mod doch IV ist. Da spreche ich später noch. Dann gab es noch 1.2. 1.3 kommt dann so nächstes Jahr etwa. Ja, es sieht danach aus, als würde nicht wirklich was passieren mit diesen Protokollen. Die erscheinen alle ähnlich, aber in der Zwischenzeit haben Leute HTTP entwickelt und wie oder weiterentwickelt und wie das Web benutzt wird, um Informationen weiter zu verschicken, das hat sich weiterentwickelt. Und 1994 waren Webseiten einfach diese statische Geschichte ohne Cookies und JavaScript und diese ganzen großartigen Bells and Whistles, Verschnörkelungen. Aber es stellt sich raus, dass HTTP ist super großartig für kryptologische Angriffe. Wenn du wiederholte Klartextangriffe machen kannst, du kannst andere Klartextangriffe machen, du brauchst nur einfach Man-in-the-Middle-Zugriff und als Angreifer ist das ungefähr so, wie man das macht. Also du bist in einem lokalen Netzwerk mit jemandem und dann kannst du ARP-Spoofing benutzen oder eine andere Art und Weise, um Man-in-the-Middle zu werden und dann kannst du einfach zufälliges JavaScript einfügen und mit diesem JavaScript kannst du dem Browser dazu bringen, Anfragen zu schicken. Und in HTTPS gibt es einige Sachen wie Cross-Site-Origin-Policies, die verhindern, dass man viele böse Sachen machen. Aber du kannst JavaScript in eine Sache einfügen, um dann Anfragen an andere zu schicken. Und so, dass die Art und Weise, wie Cookies funktionieren, ist, dass sie immer gesendet werden. Selbst wenn der Server diesen Schutz aktiviert hat, und dann kannst du trotzdem Cookies und Anfragen schicken. Und es stellt sich raus, dass wenn du Fehler in TLS auslösen kannst, dann wird der Client, also der Browser, das nochmal senden. Das heißt, also Passwörter, alles, du kannst da alles in die URL reinstecken und kannst es total weit ausführen, um praktisch einen Klartextangriffe mit vorausgesuchtem Klartext auszuwürfen. Dann gibt es Kompressionsorakel, die benutzt werden, um praktisch Stück für Stück Verschlüsselungsoptionen zu herauszugeben. HTTP ist komprimiert, um Platz zu sparen. Wir benutzen dafür zum Beispiel Gzip, wie ein Kompressionsalgorithmus, der Dictionary-basiert ist. Und wenn du zwei wiederholte Strings hast, dann wird es kürzer sein, als wenn du nicht zwei wiederholte Strings hast. Und das stellt sich heraus, ist tatsächlich genug, um eine gesamte Session entschlüsseln, wenn du den Client dazu bringen kannst, dass er das wiederholt. Das heißt, wenn du sowas wie das hier haben kannst, dann kannst du einfach immer wieder Anfragen schicken und in der Mitte
kannst du einfach die Pakete umordnen und du kannst diese Anfragen mit geheimer Daten einfach weiterschicken. Und du kannst nicht die Sachen im Browser schicken, aber du siehst einfach die verschlüsselten Daten. Und dann tatsächlich gibt es Crime und Breach, die als praktische Implementierungen von Kompressionsorakeln. Also tatsächlich praktischerweise funktioniert das so, du suchst dein Padding aus, dein Puffer links und rechts und das ist im Endeffekt irgendwas in dem Query String, das heißt, den kannst du komplett selbst bestimmen und du wirst den Cookie raten und du wiederholst einfach nur die Ratschläge so lange, bis der Cookie den gleichen Wert hat wie dein Rat. Und dann, wenn du das machst, dann ist die Nachricht, die gesendet wird, plötzlich sehr, sehr klein. Und wenn du das mal anguckst, und das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal ein Byte pro Stück ein Byte pro Anfrage zu raten. Und wenn wir dann eben falsch geraten haben, dann haben wir eine sehr lange Nachricht. Und wenn wir einen gut geraten haben, dann haben wir plötzlich nur vier komprimierte Blocks, also wir haben weniger. Das heißt, wir können eins nach dem anderen unsere Werte in diesem Code entschlüsseln. Und das ist tatsächlich ein praktischer Angriff, der durchgeführt worden ist. Also Crime geht um TLS-Kompressierung. Nachdem Crime passiert ist, haben alle TLS-Komprimierung ausgeschaltet. Dann Breach geht über HTTP-Komprimierung. Das hat niemand abgestellt, weil aus Performance-Gründen. Und deswegen ist es ein valider Angriff auf viele, viele Webseiten, was natürlich schlecht ist. Aber Komprimierung ist nicht die einzige Art und Weise, wie man ein Orakel haben kann. Es gibt auch noch Puffer. Also Puffer-Orakel sind eine etwas ältere Idee, die schon von Wodney 2002 beschrieben worden sind und die verlassen sich auf sehr, sehr schlechte Art und Weisen, wie TLS implementiert worden. Und dann gibt es dann den Mac Done Encrypt Construction. Also wenn ich mir mal ansehe, so Block-Ciphers, die brauchen eben eine bestimmte Anzahl an Datenblocks, die da reingehen und dieselbe Anzahl an Blocks kommt raus. Also zum Beispiel AES gibt es zum Beispiel die 16 Bytes gehen rein und dann 16 Bytes kommen auch wieder raus. Also das habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Den ECB Penguin, das ist das klassische Beispiel, warum Blockchaining ist wichtig. Also wenn du die Blocks einfach nur so hast und eben nicht aneinander kettest, dann siehst du eben ganz Daten mit sehr, sehr weniger Entropie. Du siehst diese gleichen 16-Byte-Blocks immer hintereinander und damit kannst du diese Bilder tatsächlich auch rausziehen und ansehen. Und deswegen ist es wichtig, diese Blocks ineinander zu X-Ohren und das dann erst zu verschlüsseln. Und das gibt dir relativ viel Zufälligkeit und die Entschlüsselung passiert praktisch auf die gleiche Art und Weise. Du nimmst einfach diesen Vektor und dann XORst du das immer in deinen entschlüsselten Block und du gehst ganz bis nach unten und das ist CBC-Mode. Das sieht gut aus, denken wir. Das ist eine gute Art und Weise, Krypto und zu kombinieren. Also zumindest haben wir das in den 90ern so gedacht. Eine andere Diskussion, die passiert ist, ist, wenn wir Integrität und Verschlüsselung brauchen, was machen wir zuerst? Also zuerst Verschlüsselung, dann Integrität oder zuerst Integrität, dann Verschlüsselung? Ziemlich katastrophalerweise haben sie sich gedacht, zuerst Integrität, dann Verschlüsselung. Und TLS sieht zum Beispiel so aus, es gibt erst Daten und dann HMAC und dann noch einen Puffer. Und die Daten selbst eben und dann ist das alles noch aufgepuffert auf 16 Byte Grenzwerte für AES und bis zu diesen 16 Byte Boundaries ist es dann eben und das wird dann eben verschlüsselt, also nachdem dieser Puffer hinzugefügt wird und in dieser Daten hast du eben den Header und die Sequenznummer und das gibt dir Daten, die authentifiziert und dann verschlüsselt sind. Aber dieses Padding ist nicht authentifiziert, was natürlich ein kritischer Fehler in dem Ganzen ist. Also TLS oder auch SSL, wie sieht dieses Padding aus? Der Abschlussbyte ist die Nummer, also die Anzahl der Bytes, die noch gepaddingt werden und dann einfach nur noch ein paar Nullen. Also du kannst mit 0 abschließen und dann noch 0 Bytes weiter haben oder du kannst
Naja, und in TLS haben wir das abgedatet, dass diese Padding, also diese Pufferbytes auch tatsächlich den gleichen Wert haben müssen wie das Abschlussbyte. Also das heißt, nur wenn wir unauthentifizierte Daten haben, dann bekommen wir damit automatisch schon ein Puffer-Orakel. Das heißt, wenn ein Angreifer zwischen den Pufferwert erraten kann, dann reicht das schon aus, um die gesamte Nachricht zu entschlüsseln. Und wie das funktioniert ist, wenn du in einem Man in the Middle bist und du kannst das letzte Byte Daten erraten oder möchtest das, dann modifizierst du das vorige Cyphertext Package und dann mit deinem Rad und dann hast du plötzlich M kommt raus und das ist eben der Puffer. Und wenn du weißt, dass der Puffer richtig ist und wenn du unterscheiden kannst, ob er korrekt ist oder inkorrekt, dann, also zum Beispiel hier ist ein richtiges Padding, dann siehst du, dass dein XOR falsch ist. Aber du kannst jetzt damit rückwärts arbeiten mit dieser XOR-Logik, um dann herauszufinden, was dein Wert A ist. Und sobald du A hast, kannst du dann weiter rückwärts arbeiten, und um dann den Wert B herauszufinden. Und alles, was du da tun musst, um als Angreifer herauszufinden, ob du in Fall 1 oder Fall 2 bist, ist dieses Puffer-Orakel war tatsächlich in das Protokoll eingebaut. Also das war die originale Angreifer früher. Also du konntest herausfinden, ob das Padding falsch war, der Puffer falsch war oder der Code falsch war. Du musstest nur alle 256 Werte für X ausprobieren, und sobald du richtig ausprobiert hast, gibt es dir den Fehlercode, fehlerhaftes HMAC. Also du hast das Padding überwunden und du hast tatsächlich einen Byte richtig entschlüsselt. Also dieses Problem kommt immer wieder zurück. Es gibt ganz viele Wege, auf die Side-Channel-Angriffe stattfinden können. Also der Fehlercode-Side-Channel zum Beispiel ist falsches Padding, richtiger Rad, HMAC Computation. Dann gibt es noch den Timing-Side-Channel. Es zeigt sich, wenn man nun falsch geraten hat, dann gibt es hier schnell, wenn man keinen HMAC berechnen kann. Es ist langsam, wenn man tatsächlich das Padding richtig hinkriegt. Man schaut sich einfach an, wie lange es dann dauert für den Server, bis diese Berechnung fertig ist. Und voilà, du hast ein weiteres Padding-Orakel. Du musst es ein paar Mal probieren, um Timing-Jitters zu entfernen. Also man kann hier, also im Kontext von HTTP, hat man hier das Cookie oder das Passwort dann herausgefunden. Das ist alles schön und gut. Aber wie gesagt, die Dinge kommen immer wieder zurück. Patterson veröffentlichte Lucky 13 vor 2 Jahren. Das verlässt sich auf eine wirklich seltsame Tatsache über die Tatsache, wie HMAC tatsächlich berechnet wird. Wie gesagt, mit HMAC kann man diese 8-Byte-Sequence-Nummer und dann die Daten und die Lösung für diesen Timing-Angriff, wenn das Padding falsch ist, dann hat man HMAC über die ganze Nachricht. Und es zeigt sich, dass in den meisten HMAC-Implementierungen ein glückliches Byte existiert, ein Punkt, in dem der HMAC länger braucht als vorher. Verschiedene Komprimierungsfunktionen sind hier drin. Und wenn man 45 Bytes hat, oder wenn man 55 Bytes hat, ist es schneller als 56 oder 57. Dies ist ja eine gesamte 64-Bit-Nachricht, also 4 AES-Blöcke. Was man versuchen kann, ist nun heraus zu erraten, wie das Padding ist. Wenn man das falsch ist, wird es einen slowen Hash geben. Wenn man glücklich gut hat und die letzten 2 Bytes des Padding korrekt errät, dann wird es schnell und voilà. Man hat 2 Schritte gemacht zu seinem Oracle-Attack und kann das den ganzen Weg dann nach unten verfolgen. Also das ist jetzt vor ein paar Jahren in Amazons neuer Implementierung S2N. Wir haben eine neue TLS-Implementierung von Anfang an, vom Nullpunkt aus erstellt, was kann hier nur schief gehen, und die hatten das Problem. Und hier habt ihr einen Graph, der hier erstellt worden ist. Der ist in Go's Crypto Library geschrieben. Also
Der Autor hat als Kommentar geschrieben, es gibt wahrscheinlich ein Timing-Side-Problem, diesen Hamek. Ja, und er hatte recht, ja, da war einer. Und das war Lucky 13. Eine wirklich subtile Sache wieder, die man in den 90er Jahren nicht vorausgesagt hätte, die hier zurückkommt und uns getroffen hat. Es zeigt sich also, für TLS 1.0 und 1.2 war dies die einzige Art und Weise, Block-Ciphers zu benutzen, im CBC-Modus. Wenn man also nicht beide Servers mit TLS 1.2 hat, ist man aufgeschmissen. Und dies ist eine weitere Idee, dann der Downgrade-Attack. Die Philosophie hier ist, wenn man etwas Altes unterstützt, dann wird irgendjemand euch da hinein dazu bringen, das auch zu benutzen. Es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu verteidigen, aber es ist wirklich schwierig, das richtig hinzukriegen. Ein bisschen Hintergrund. Dies sind hier Cypher Suites. Also SSL braucht all diese Alphabetsuppe hier, um zu entscheiden, welche Kryptoalgorithmen man benutzt. Um es hier mal auseinanderzunehmen. Wir haben einen Schlüsselaustausch, Zertifikatschlüssel, Transportverschlüsselung und Integritätsfunktion. Und der Server bekommt eine Liste vom Client und sucht sich davon den Favoriten, seinen Favoriten aus, wählt ihn aus. Und wenn jetzt jemand drüben in dem anderen Saal war für den vorigen Talk, dann wisst ihr, dass es sowas gibt wie Export-Ciphers, die lange Zeit unterstützt wurden, um mit diesen antiquierten 90er Krypto-Exportregeln der USA übereinzustimmen. Und das waren sehr schlechte Algorithmen. Also bis hin zu diesem Jahr gibt es Server, die das noch unterstützen. Und die Tatsache, dass Server immer den besten Algorithmus auswählt, dadurch ist jeder sicher, oder? Der Server nimmt immer den besten, aber nein, zeigt sich, das ist nicht so. Dies hier sind mehrere Angriffe, die in dem letzten Talk beschrieben wurden, in denen man am Ende Clients oder Servers dazu zwingen kann, diese wirklich schlechten, schrottigen Kryptografie-Algorithmen zu nutzen. Und das geht zurück auf hier. Das Einzige, was im Handshake authentifiziert ist, ist diese Schlüsselableitungsgeschichte, also das, was man benutzt, um den gemeinsamen Schlüssel abzuleiten. Und dies hier ist Freak. Wenn ihr in der Mitte sitzt, der Client sagt, hey, dies sind meine Ciphers, die ich unterstütze, du änderst das einfach in, okay, nein, ich unterstütze nur Export. Und der Server sagt, okay, ja, ich unterstütze Export, okay, dann nutzen wir das, du musst ein alter Client sein. Und alles, was ich dann tun muss, ist, diesen Exportschlüssel dann zu knacken, 40 Bits, und okay, alles klar, von da aus weiter. Und in einigen Fällen muss man einen 512-Bit RSA-Schlüssel knacken, was möglich ist. Und Logjam funktioniert auf eine sehr ähnliche Weise. Dies arbeitet mit RSA-Cypher-Suites und hier mit Diffie-Hellman. Und bezieht sich darauf, dass man den kleinen Server zwingen kann, diesen Diffie-Hellman die Parameter zu benutzen für den Schlüsselaustausch, der schwach ist. Alte, kleine Schlüsselgrößen. Und dann knackt man das und als Man in the Middle kann man dann manipulieren und alles lesen. Schwaches DH ist irgendwie das Gleiche, schützt sich darauf, dass einige Server Diffie-Hellman-Parameter schützen, die vorberechnet sind. Und man kann also drei Viertel des Weges zum Angriff abkürzen, weil sie alle denselben Apache-Anfang benutzen. Das bezieht sich also auf unauthentifizierten Protokoll-Handshake. Da kommen wir noch zu mehr zu. Dann hier das Thema von Downgrade-Attacks wieder, Poodle. Dies ist also der Nagel im Sarg für SSL 3. Man kann diese Sachen wie diesen Downgrade-Dance machen, Browser zwingen, herunterzuhandeln von TLS 1.2 zu 1.1, zu 1.0, dann zu SSL 3. Und wie vorher gesagt, das Padding in SSL 3 ist nur ein Haufen von X und dann eine Zahl. Und man kann irgendwas einfügen und der letzte Block hat vielleicht dann nur ein relevantes Datenbit. Man kann also einen Padding-Angriff ausführen. Und als Leute darauf kamen, dann schien das so offensichtlich, so können wir das machen, das ist furchtbar und SSL 3 ist völlig kaputt. TLS Poodle zeigt sich, ich habe gesagt, es gab eine Änderung zwischen SSL und TLS 1. Eine der Hauptänderungen ist, dass das Padding definiert war als Wiederholung des gleichen Padding-Wertes. Insgesamt haben Server das nicht getan. Server haben sich nicht daran gehalten und man kann immer noch denselben Angriff es gibt immer noch Server, die verwundbar sind für TLS-Poodle. Weiteres Problem für TLS
alternde Krypto. Diffie, es geht ihm immer noch gut. Aber das war jetzt in den Nachrichten mit verschiedenen Signaturalgorithmen, die auf Hashfunktionen sich beziehen. Hier beim CCC im Jahr 2008 präsentiert. Einige Forscher waren in der Lage, ein Zertifikat zu fälschen aus einem anderen, indem sie eine Kollision in der Hashfunktion, die in der Signatur verwendet sind, zu finden. Dies sind die Details, ein bisschen kompliziert. Aber sie konnten sich also als vertrautes Zertifikat aufsetzen und alles manipulieren. Eine alte Hashfunktion, MD5, musste aus allem rausgeschmissen werden. Also wie ist die Zeitleiste für all diese Angriffe? Hier ist SSL3, SSL3. Hier sind die Angriffe, die ich erwähnt habe. Und sie konzentrieren sich tatsächlich auf die Zeit nach TLS 1.2. Beast habe ich nicht behandelt, aber dies das erste von den Backronym-Angriffen. Ich habe vergessen, wie es genau war. Also Browser irgendwie. Man nimmt ein schönes Wort und dann hat man eine Abkürzung wie Beast. Heartbleed, das war diese Sache mit dem Logo, der Trend mit den Logos. Seitdem hat jeder Angriff ein Logo. Es gibt eine wirklich große Konzentration in den letzten 3-4 Jahren. Also wie gesagt, man kann hier schauen, TLS 1.2, das war 2008. 2012 benutzt es niemand. Dies ist von SSL Pulse. Sogar 2014. SSL3 ist immer noch fast universell unterstützt. Jetzt sind wir in einer besseren Lage, aber es dauert sehr, sehr lange für Server, sich zu aktualisieren. Gleiche Sache mit Clients. Jetzt sehen wir, 70-75% von Verbindungen haben TLS 1.2. Das ist großartig, aber könnte Abschluss geben dafür. Aber TLS 1.2 löst die meisten dieser Probleme. Aber die meisten Browser sind in den Jahren 2003, 2004 herausgekommen. Also jetzt haben wir hier mindestens 5 Jahre später. Es dauert also eine Weile, bis die Dinge aktualisiert werden. Das ist also ein übles Bild eigentlich, ein dunkles Bild, düsteres Bild, was hier gezeichnet wird für diese Verwundbarkeiten. Und zumindest wir können hier ein paar Dinge lernen. Und eine ist, wenn ein Angreifer ein Bit Information identifizieren kann im Plaintext, dann ist es eigentlich schon vorbei. Die Art und Weise, wie HTTP arbeitet, man kann Sachen wiederholt senden und dieses eine Bit ausdehnen auf die gesamte Nachricht. Es gibt Seitenkanäle überall, Timing, Berechnung, es gibt Forschung über Seitenkanäle im Cloud Computing. Wenn man hier Cache-Timing ausführen kann, hat also einen Prozess und Krypto in einem anderen Prozess und man kann herausfinden, wie lange diese Dinge brauchen. Das ist sehr, sehr gefährlich. All diese ganzen Dinge, die ich erwähnt habe, haben Orakel, die sich auf unauthentifizierte Daten stützen. Und unauthentifizierte Daten, Mac First, dann Encrypt, sogar Padding. Padding ist unglaublich wichtig. Und das zu überprüfen, ist unglaublich schwer, wie sich zeigt. Wir haben es so oft falsch gemacht. AEADs, also Authenticated Encryption with Additional Data, authentifizierte Verschlüsselung mit Zusatzdaten, das ist etwas, mit TLS 1.2 eingeführt wurde. Wir sollten definitiv das benutzen und CBC vergessen, fallen lassen. CBC ist wirklich, wirklich schwierige und kaputte Konstruktion. Hat uns gut gedient für eine Weile, aber es gibt viele Wege, das anzugreifen. Es wird viele Wege geben, das anzugreifen in der Zukunft. X509, die Struktur für Zertifikaten, die ISN1, das ist wirklich sehr schwer, das korrekt zu implementieren. Sie sind mindestens 9 Jahre älter als SSL selbst, diese Protokolle. Und sie werden euch Probleme verursachen. Und Downgrade-Angriffe, also wenn man unsichere Krypto-Protokolle unterstützt, dann ist es euer eigenes Risiko, denn Leute werden irgendwie in der Lage sein, euch herunterzustufen auf diese Protokolle. Ich habe hier einiges übersprungen. Es gab Tonnen weitere Probleme. Hier ASA Encryption Oracle. Es gab einen Execution Bug, Triple Handshake, Remote Execution, Remote Code Execution. Das ganze Zertifikatstellen-Ökosystem ist völlig in Unordnung. Da habe ich überhaupt nichts zu gesagt. RC4-Schwächen, also wir haben diesen Stream-Cypher. Patterson hat zur selben Zeit wie Lucky 13 herausgefunden, dass man den gesamten TLS-Stream entschlüsseln, wenn man RC4 benutzt.
Es gibt Schwachstellen in Bignum-Libraries, es gibt Forward Secrecy. TLS ist absolut geladen mit Problemen, alles von der Implementierung hin bis zu den Protokollen selbst. Also, gerade genügend Komplexität, um sich selbst aufzuhängen. Ich würde nur sagen, das ist das Ende, aber nur noch eine Sache. Ich würde gerne als Gedankenexperiment noch etwas anderes, andere Angriffe noch behandeln, die wir gesehen haben vorher. Also es gibt diese anderen Negotiation-Angriffe mit TLS. Also wir haben zum Beispiel über Freak gesprochen und Logjam. Da geht es dann die Frage, welche Diffie-Hellman-Gruppe nehmen wir oder welchen Chiffre nutzen wir? Und es gibt noch andere Verhandlungen, die da passen, zum Beispiel NPN und ALPN. Das sind Protokolle, die auf HTTP2 upgraden können. Und dann auch die Frage, welche elliptischen Kurven unterstütze ich? Das ist tatsächlich sehr interessant. TLS unterstützt nämlich eine Tonne verrückter elliptischer Kurven. Was zum Beispiel, wenn wir einen Downgrade-Angriff darüber fahren, das heißt damit, führen wir eine neue Schwachstelle namens Curve Swap. Das ist dasselbe Model wie Freak oder Logjam. Was wir machen ist, wenn wir als Man in the Middle sind, dann nehmen wir die unterstützten Chiffren und wir tauschen sie aus mit den schwächsten und kleinstmöglichsten Kurven aus, die beide Parteien noch unterstützen. Wir stellen sicher, dass es eine elliptische Kurve ist für Diffie-Hellman Schlüsselaustausch. Und beide Parteien nehmen also diese kleinere Kurven, um praktisch ihre Schlüssel zu errechnen. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir das lösen können, aber hört mal weiter zu. Das ist noch etwas, was wir noch nicht jetzt in diesem Augenblick können, aber bei ganz kleinen Kurven könnte das möglich sein. Also bevor wir da jetzt mal das weiter anschauen, lass uns mal drüber nachdenken, was für Kurven eigentlich unterstützt werden. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Kurven, die heißen SECTI. Das sind 163-Bit-Kurven. Es ist eine binäre Kurve. Das heißt, nicht die Art Kurve, die wir normalerweise benutzen, aber als elliptische Kurven normalerweise standardisiert worden sind, da hatten wir dann Primzahlenkurven und Binärkurven und die beide ungefähr äquivalent waren. Wenn wir mal die Daten anschauen und ich habe mal eine Umfrage gemacht zwischen Client-Hellos, 4,3% aller Klienten unterstützen diese schwache Kurve und das ist ungefähr so stark wie RSA 1024, sagen wir mal. Also selbst wenn wir eine Verhandlung durchführen und erwarten, dass wir eine starke Kurve erwarten, wie zum Beispiel eine 255-Bit-Version, dann selbst dann kann der Man in the Middle euch runterfahren auf diese kleine, nette Kurve und als Angreifer kann man dann den diskreten Logarithmus von dieser Kurve knacken. Wenn wir dann das haben, dann haben wir 4,3% der Alexa 100, Top 100 Seiten geknackt, weil wir sie beide dazu bringen können, diese sehr, sehr schlechte Kurve zu benutzen, um den Schlüssel auszutauen. Also Was ja natürlich schon doch euer Gekicher angedeutet hat, noch niemand hat DLP-Kurven für diese Größe geknackt. Also das Größte, was geknackt worden ist bisher, sind 110-Bit ungefähr, aber es gibt einen Grund, warum wir binäre Kurven nicht mehr benutzen. Die sind aus der Mode gekommen. Es gibt Index-Berechnungstechniken, die angeblich besser sind als Brute-Forcing oder diesen Binärkurven. Also die Leute sehen sie als schwach an. Und wir wissen noch nicht genau, was für Forschungen heimlich gemacht worden sind über diese binären Kurven. Aber ja, die gute Nachricht ist, dass in TLS 1.3, der neue Standard, wurden alle diese Kurven rausgeworfen. Also viele dieser Bugs wurden entfernt aus dem Protokoll. Aber es war ein langer, ständiger Weg für TLS. Und das war's. Before we start the Q&A, just a quick announcement. If you're here for methodisch inkorrekt, it switched to Saal G. So you should go there if you want to see it live. There's going to be a stream in this room, but if you want to be there in person, you should go there. I will give you, let's say, 30 seconds to leave. And then please be quiet because we want to do Q&A properly. You can use this time to think of questions. We have lots of mics, two there, one on top, and on the other side too.
And also if you're on the ISC or on Twitter, ask questions. We have a signal angel that will read out your questions for us. Okay, let's start at number one, please. Hi. Frage. Könntest du etwas sagen über Cloudflare's Strategie, um SHA nicht abzuschaffen? Liebend gern. Also, genau wie alle dieser Protokolle oder Kryptographiearten, die kaputt sind oder alt, sobald sie definitiv kaputt oder alt sind, sollten wir sie komplett wegwerfen. Also es gibt einen Plan, SHA-1 zu verwerfen Anfang 2017, also Anfang nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr. Und das Zeitfenster, in dem das passieren soll, ist noch auf jeden Fall debattierbar. Und es gibt die Frage ist, sollten wir oder sollten wir nicht SHA-1 als etwas, als eine Bedrohung, die im nächsten Jahr passieren könnte, ansehen oder nicht? Oder eher als eine Bedrohung, die erst in den nächsten 5 Jahren wirklich akut wird? Also ob wir oder ob wir nicht SHA-1-Zertifikate ausgeben sollten, das ist die Frage, das ist eine große Diskussion, die gerade passiert. Hallo? Aber wenn ihr das nun vergleicht mit MD5, wir haben also jetzt hier Kollisionen vor dem Start. Ja. Es hat 2 Jahre gedauert. Ja. Okay, so eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte bei dieser Sache ist, also ich kann die Folie nochmal anzeigen über die MD5-Kollision. Also die Sache, dass wir eine Kollision in SHA-1 haben, ist noch nicht genug, um ein Zertifikat zu fälschen. Also was wir da bräuchten, ist, wir müssten trotzdem die Zertifikatsautoritäten dazu bringen, eine entsprechende Zertifikat vorherzusagen. Und dann genau, das sollte genau sich auf jeden Fall alleine mit dem Zertifikat, das wir fälschen wollen. Und tatsächlich, also Zufälligkeit und Entropie helfen uns da irgendwie ein bisschen. Also ja, es gibt eine Kollision und es könnte sein, dass wir in einigen Monaten schon die erste SHA-1-Kollision sehen, aber trotzdem ist es noch eine andere Geschichte, ob wir das cracken können. Internet bitte. Wären wir jetzt in einer besseren Situation, wenn SHTTP das Rennen vor HTTPS gewonnen hätte. Und warum gehen wir nicht über zu etwas wie SPKIA oder SDSAI, SPKI? Also jetzt auch mal als Teil von Cloudflare gesprochen, wir kontrollieren einen Teil dieser Gleichung. Und also wie bei jedem Sicherheitsprotokoll müssen wir sowohl den Client als auch den Server dazu bringen, sich zu einigen, was sie benutzen. Und die Evolution des gesamten Marktes, welchen Algorithmen oder welchen Protokollen wir benutzen. Also jedenfalls HTTP hat da gewonnen über also Langzeit, weil das einfach am meisten unterstützt war. Und genau wie all diese Geschichten ist es immer so eine, der Gewinner nimmt dann alles mit Geschichte. Nummer 3, bitte. Ja, hi. Wir haben offensichtlich richtig scheiße beim Implementieren. Und es wird immer wieder Brechen geben. Also das Aktualisieren von Browsern ist schwierig. Man muss im Wesentlichen, ich muss einen RWM-Snapshot machen vor einem Upgrade, weil es sonst schwierig ist. Warum gehen nicht Browsers den Weg von GNU-PG? Also ein völlig separates Stück Software, wo die Kommunikation über Standard in, Standard out passiert und das separat aktualisiert werden kann. Okay, die Frage ist, können wir TLS nicht aus dem Browser herauslösen und woanders implementieren? Also eine der interessantesten Dinge, die im Ökosystem von TLS und HTTPS passieren, ist, dass viele Browser das tatsächlich machen für die Zertifikatvalidierung. Also in das Betriebssystem selber lösen die das raus. Firefox zum Beispiel hat den gesamten PKI-Stapel-Stack rausgelöst. Also ich glaube, es sind historische Gründe, echt ernsthaft, warum. Also Chrome und Firefox
updaten sich automatisch und sie tun das deswegen, weil sie sich sicher sein wollen, dass sie die neuesten und großartigsten Sachen haben. Und sie nehmen also nicht diese Strategie, dass wenn dein Browser sich upgradet und dann kaputt geht, dann hast du Pech gehabt. So. Das ist so deren Strategie. Und ich bin kein Browserverkäufer und Browserhersteller. Ich arbeite also auch nicht für diese Firmen, deswegen kann ich auch also wirklich nicht sagen, warum sie Sachen machen oder nicht. Nummer zwei. Danke. Ihr habt erwähnt, du hast erwähnt, diesen Abwehr- und Tiefenzugang erwähnt. Ich weiß, dass Cloudflare schlüsselloses SSL anbietet, was ich mag, aber ist das nicht vielleicht nicht nur ein Geschäftsvorteil für euch, sondern auch eine realistische Sicherheitsmaßnahme für viele Server, dass der private Schlüssel irgendwo hinausgelagert in einen extra Layer ausgelagert wird? Ja, ich glaube, dass das eine Sache ist, die definitiv weiter anwendbar ist. Und das ist auch was, was die im letzten IETF-Treffen war, ein Vorschlag, Private Key-Operationen von TLS rauszulösen. Und das wurde aufgebaut als RFC beim IETF und ich definitiv schau dir das an. Signal Engel, bitte. Frankie 2 möchte wissen, ob IP-Version 6 Verschlüsselung TLS ablösen könnte oder einige dieser Probleme wirklich abmildern könnte. IPv6 Verschlüsselung, ja, also ich glaube, ich sehe das nicht als Ersatz für TLS. Ich sehe verschiedene Schichten der Verschlüsselung, also ob es jetzt TCP-Verschlüsselung oder irgendwo weiter unten in der Schicht ist, als zusätzliche Verteidigung gegen Angriffe. Also die gute Sache über TLS ist, dass es Sachen einkapselt in HTTP-Nachrichten, das heißt, das ist eine Punkt-zu-Punkt von da an, das heißt, es erlaubt dir, den Server direkt zu vertrauen. Dagegen Verschlüsselung auf niedrigeren Ebenen, das ist großartig und es ist super. Wir haben Verschlüsselung auf vielen verschiedenen Protokollen. WLAN ist verschlüsselt, 3G, 4G-Signale sind verschlüsselt. Mehr Verschlüsselung ist besser. Und ich glaube nicht, dass eine Verschlüsselung in einer niedrigeren Ebene einen daran hindern sollte, Verschlüsselung in einer höheren Ebene hinzuzufügen. Also du hast gezeigt, wie langsam der TLS-Standard sich weiterentwickelt und noch langsamer die Adoption und die Anerkennung ist. Und das heißt, die Frage ist, stimmst du zu, dass wir stark investieren sollten in den Standard, dass diese Standards einfacher anwendbar und einführbar sind? Und habt ihr dafür konkrete Pläne und Vorschläge, wie das erreicht werden könnte? Ich habe keine konkreten Pläne und Vorschläge über diese. Ich finde das eine gute Idee und ich denke, dass hohe Upgradebarkeit eine der schwierigsten Probleme ist bei diesen Protokollen, weil ihr habt gesehen, in all diesen verschiedenen Versionen gab es Probleme und sie mussten auf verschiedene Art und Weise behoben werden. Und zum Beispiel das Internet der Dinge, ein Buzzword, über das wir alle sprechen, das sind Embedded Devices, die haben eine Kopie eines Protokolls und es ist sehr schwierig, Firmware dazu zu bringen, guten Upgrade-Zyklus zu haben. Da habe ich also keine Lösung davon, aber ich sehe das als eine der größten Probleme, Protokolle, die potenziell unsicher sind, zu verwenden. Nummer 6, bitte. Hi, danke für diese Erinnerungen hier. Irgendeine Idee, wann TLS 1.3 finalisiert sein wird und wann ich es endlich am Heimwebserver aktivieren kann? Noch nicht. Ich habe noch kein konkretes Datum dazu. Es sollte innerhalb des nächsten Jahres passieren. Internet, bitte. Warum verwendet Cloudflare eine Elliptic Curve DSA, obwohl es auch wieder hier mit einem Pseudo-RNG und Entropie... Das ist eine gute Frage. Also wie ich schon erwähnt habe, Zufallsgeneratoren sind sehr, sehr wichtig für sichere Kryptographie und ECDSA oder jeder andere DSA-basierte Algorithmen braucht Entropie für jede Signatur oder zumindest braucht es Entropie also vom Anfang an. Und es gab spätere RFCs, wie man ECDSA als deterministischen Algorithmus benutzen wird, wo man also nicht mehr so viel Entropie hat und Cloudflare hat das auch implementiert für unsere DSAs. Also unser ECDSA benutzt also keine puren Zufallsrunden, sondern es nimmt einen deterministischen Algorithmus. Das heißt, wenn du einen Zufallsgeneratoren-Kollision hast, dann ist das nicht so wichtig für uns. Nummer 1, bitte.
Hi. Also nach diesem Talk mit einem Haufen von Kalamitäten frage ich mich, ob es irgendwelche Sachen gibt, die dich glücklich machen oder optimistisch. Viele dieser Angriffe waren kurz nach Snowden, also vielleicht achten Leute letztendlich auf sowas. Die Sache mit dem CA-Browser, die Requirements werden 2012 finalisiert. Also, wenn also XP und Android 2 tot sind, wird es besser. Gibt es irgendwelche Dinge, die gut sind, die toll sind? Ja, also einige Dinge, die mich interessieren und die auf die mich auch freue und die mich aufregen, ist das MyTLS-Projekt, das formal verifiziertes TLS versucht zu erreichen. Also eine Sache, die ich tatsächlich verloren habe, war die dreifache Handshake-Vulnerability. Das wurde doch deren Analyse bekannt. Und ich glaube, dass die Arbeit, die passiert in TLS 1.3, um schlechte Kurven zu eliminieren oder den RSA-Handshake komplett zu eliminieren, sind vielversprechende Schritte, um sie könnten noch weitergehen und noch viel weiter Dinge rauswerfen, zum Beispiel X509 herausnehmen und diese ganze andere Legacy-Code, den wir da noch rumtragen, den könnten sie auch noch rausnehmen. Sorry, falls das nicht zu, es war leider nicht so optimistisch. Nummer zwei. Hi, was ist deine Meinung? Ich bin einfach nur neugierig, was ist deine Meinung über Let's Encrypt? Ich glaube, Let's Encrypt ist großartig. Und so viel ich auch über TLS gerantet habe, also Verschlüsselung, egal welche zu haben, ist definitiv bevorzugt gegenüber keine Verschlüsselung zu haben. Und danke. Und ich glaube, je mehr vom Web verschlüsselt ist, desto besser. Und ich persönlich, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir jede Webseite dazu bringen können, HTTPS-only zu sein. Und Let's Encrypt ist ein großer Teil davon. Und Cloudflare, wir bieten SSL kostenlos an, andere nicht, aber das ist eine großartige Option, um kostenlose Verschlüsselung zu haben. Could we please get two more questions, so zwei weitere Fragen. We'll finish what we started. Internet, please. Suppose we have a customer that insists on still using SSL version 3. Angenommen, wir haben einen Kunden, der auf jeden Fall SSL Version 3 benutzen möchte und wir brauchen diesen Kunden. Wie überreden wir den, abzugraden? Wie überzeugen wir Leute zum Upgrade? Gute Frage. Es gibt Leute, die alte Systeme haben, ja, also SSL 3, wie wir gesehen haben, 100% auf Unterstützung auf Servern, bis Poodle herauskam. Es gibt also Tonnen verschiedener Client-Libraries, die nur SSL 3 benutzen. Ein Beispiel ist Pingdom, ein beliebtes Werkzeug, um zu überprüfen, ob deine Website online ist, benutzte SSL 3. Wenn die erste Verbindung fehlschlägt, wird dann tatsächlich zu TLS hochgestuft. Also haben wir herausgefunden, als wir SSL V3 abgestellt haben. Also es ist eine schwierige Verkaufsangelegenheit. Wenn wir einen Kunden haben, der als Protokoll benutzen möchte, und es ist nur für einige spezifische Klienten in Benutzung, die nicht aktualisiert werden können, dann ist es besser, als gar keine Verschlüsselung zu haben. Also ich habe kein starkes Argument hier. Nummer zwei, bitte, mach es kurz, bitte. Ja, also Cloudflare scheint immer noch das Leben schwer zu machen für Tor-User. Wann wird das stoppen? Wann wird es das aufhören mit Cloudflare und den Tor-Usern? Also es gab einige Leute ganz vorne, mit denen ihr sprechen solltet, denen du sprechen solltest. Wir arbeiten dran. Okay, please once again thank Nick. Okay, danke an Nick noch einmal.